Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte, wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister.
Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Wirklich alles sehr traurig, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein Gefühl. Was denn? Du verschweigst mir etwas. Du weißt, wie gefährlich die Insel ist, aber du sagst mir nichts über das Monster, das hier lebt. Aber es gibt doch kein Monster. Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen? Oder etwa... Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Es heißt zu Recht, Hexer sein, herzlose Bestie. Willst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden. Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass ich endlich jemand erbarmen würde. Das war doch so klar. Das war doch so klar. Oh, Ratten. Alter. Ich muss sie fangen. Die wurde bei lebendigem Leib von den Ratten gefressen, als sie unten am Boden lag. Das ist schon ziemlich mies. Muss man schon sagen. Und ja, willkommen zurück in einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Denn ich habe gesehen, das Ganze geht hier schon 40 Minuten. Das muss ich teilen. Ist auch zu krass für meine Leitung. Und jetzt gehen wir auf die derbe Geisterjagd. Folge der Pestmaid. Ach du Scheiße, eine Pestmaid. Toll, gut gemacht. Kann ich hier meditieren? Kann ich hier meditieren? Ich kann hier sogar meditieren. Ich versuch's. Warum nicht? So, meditiert. Geralt, die Pestmaid, die wartet immer noch da unten. Ist alles gut. Ja, sie hat mich definitiv angelogen, deswegen auch die ganzen Entscheidungen. Hat man ja gemerkt, dass hier irgendwas nicht wirklich stimmt. Wie komme ich hier nochmal raus? Ah, hier drüben. Nein, hier geht's in den Keller. Und in den Keller sollen wir ja nicht. Wie komme ich raus? Das ist so verwirrend. What? Ah, nein. Hier geht's wieder nach oben. Bist du der Ausgang? Nö, das ist ein Schrank. Muss ich hier nach unten? Ach so, ich muss hier nach unten. Es geht noch weiter nach unten.
Gut, mein Fehler. Überredet, überzeugt. Also, Pestmite. Sag bloß, ich muss die Lampe zücken, damit ich sie töten kann. Okay, sie hat schon Schaden genommen. Und mit der Lampe bin ich wahnsinnig träge. Nee, sie nimmt Schaden. Das ist gut. Nur eben nicht besonders viel. Alles klar, wir versuchen es mal mit einer Falle. Ja, komm mal rein hier. Ah, sehr gut. So läuft's. Ja, die Alte hat keine Chance gegen meine mächtige Magie. Easy. Klar kann ich das. Wo ist sie hin? Was war das? Hat sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pest herumschlagen. Eine Pest? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er lebt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Ja, sie und ihr Optimismus. Alles klar, wir haben sie nicht getötet, aber wir haben ihr gut eingeschenkt. Es ist also definitiv möglich, die Alte zu töten. So, hier drüben gibt's noch eine Story. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen, halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Hm, kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Ja, Ratten sind wirklich verflucht schlau. Das kann man hier nicht abschreiten. Oh, mir fehlt immer noch ein Monsterauge. Ein Monsterauge. Ich wäre so glücklich, wenn ich jetzt eins finden würde. Eine Rehhaut. Bärenfett. Rehhaut. Gib mir ein Monsterauge. Gib mir einfach hier ein Monsterauge. Geralt, Geralt. Er macht wieder die krassen Moves. Oh, hier ist noch eine Truhe. Da könnte was Gutes drin sein. Vielleicht ein Monsterauge? Nein, aber ein Smaragd würde ich tauschen gegen Monsterauge. Wir müssen mal schauen, ob ich das bei irgendeinem Händler bekommen kann. Aber die Dinger sind halt selten. Zu. Hier drüben ist zu. Selbst jetzt. Okay, dann reden wir mal mit dem jungen Mann. Ah, da wollte ich nicht hin, sondern ich wollte hier hin. Weltkarte, wo finde ich dich denn, mein Sohn? Wo finde ich dich? Hier drüben. Dann machen wir das Ganze mit der Schnellreise. Weil das Boot ist ziemlich langsam, wie ich finde. Also, Schnellreise! Gut, wo können wir hin? Das Beste wäre hier und dann reiten. Na gut, gehen wir hier hin. Okay, dann schauen wir mal, wo sich der junge Graham herumtreibt. Damit wir endlich Annabelle für immer befreien können. Das arme Kind, das quält sich. Oh, hier drüben ist noch eine Nebenmission. Der Allmord hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Noch ein Fluch. Eine Illusion. So viele Flüche. Na dann, Jungs, redet. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Der Allgott?
Erzählt mir mehr. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßler von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßler hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Moses? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Okay, das ist wirklich Moses. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Alles klar, der Allgott. Okay, der Allgott. Ganz in der Nähe hier. Bist du der Allgott? Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Betrüger. Ich hab's gewusst, der gierige Gott. Alles klar, dann schauen wir mal. Irgendwo hier war doch eben gerade eine Illusion. Ah, bist du meine Illusion? So. Ja, Graham muss noch ein bisschen warten, denn ich will den Allgott erledigen. Du bist also der Allgott. Ein fetter Troll. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Tja, ich könnte dich einfach töten. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Okay, okay, okay. Ich habe einen Einfall, ich bring dich um. Wäre eine gute Idee. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal wieder diplomatisch. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor.
Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. So. Der Allgott. Ich hätte ihn töten sollen, oder? Was meint ihr? Ach, egal. Vielleicht irgendwann mal. Ich bin einfach zu nett. Ich bin ein zu netter Typ. Die armen Bauern. Ich meine, was bringt ihr ihn? Kann er irgendwas außer Essen? Gut. Dann reden wir mal oben mit den Jungs. Gibt's was Neues? Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Okay, soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Ich meine, das sind Bauern, ja? Wenn es dieser Allgott nicht ist, ist es irgendwas anderes. Der nächste Stein, der irgendwie vom Himmel fällt, oder das nächste Tier, das spontan in Flammen steht. Ach was, ich sag's Ihnen. Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Gruft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Jetzt bin ich gespannt. Die gehen wirklich nach unten. Und? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ey, ich habe sogar Geld bekommen. Sehr nett. Ja, ein bisschen Kohle hier bekommen. Schade, ich hätte gerne gesehen, dass sie nach unten gehen und dann hätte ich gerne ihre Reaktion gesehen, aber leider passiert nichts. Sollen sie den Allgott anbeten? Ich meine im Ernst, es gibt Schlimmeres als diesen Typen. Die würden irgendwas anderes anbeten. Bauern brauchen das. Tragisch, aber wahr. Gut, weiter geht's. Graham. Aber ich find's cool, dass die ganzen Nebenmissionen hier so wunderschön vertont sind, so eine kleine Story bieten. Ist schon wirklich alles ganz nett. Oh, der Leitwolf. Oh, das ist kein Wolf, das ist ein Wag. Alles klar, hier brauche ich Feuer. Zack. Lass mir den Chef erledigen. Dann bekommen die anderen Panik. So, gibt es neuer Eintrag? Nee, hatten wir den schon. Oder steht der gleich mit den Wölfen? Ganze Bande hier erledigt. Die gute Wolfsleber. Vielleicht mal hier einen Schluck trinken. Na komm, gib her, Hundetalk. Gut, wir sind beinahe hier. Wo wohnt der Junge? Mitten im Wald. Wieso müssen solche Typen immer mitten im Wald wohnen? Und was ist hier schon wieder los? Okay, ey, ja, lass mich rein. Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst. Lass mich in Ruhe. Warum läufst du mir nach? Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Alles klar, ich muss da irgendwie rein. So übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Oh, der geht weg. Dann können wir an die Tür gehen. Ich dachte schon, ich müsste irgendeinen anderen Weg finden. Also gut, mein Sohn. Ich will reden. Bist du taub, Mann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabel reden. Annabel? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabel ist tot, hat Gift getrunken. Und ich konnte sie nicht retten.
Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle, sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Du kannst ihr helfen. Ist sie noch dort? Im Turm? Kann ich sie sehen? Ja, aber du solltest eines wissen. Im Tod hat sich Annabelle in eine Pesta verwandelt. Eine Pesta? Was ist das? Mehr als nur ein ruheloser Geist. Eine Pestmaid, ein mächtiges Geistwesen, erfüllt von Trauer und Hass, die es antreiben, ihm die Kraft geben, Krankheit und Tod zu sehen. Sie leidet. Wie kann ich ihr helfen? Die Götter wissen, dass ich bereit bin. Annabelle glaubt, du hättest sie verlassen. Ihr Götter, sie... hasst mich? Die ganze Zeit über hat sie gedacht, ich hätte sie verlassen? Ja. Geh zum Turm und rede mit ihr. Vielleicht kannst du sie überzeugen, dass es anders war. Ich dachte, sie wäre tot. Sonst hätte ich sie niemals verlassen. Ein Fluch hält Annabelle und die anderen Geister auf der Insel gefangen. Deine Liebe kann dessen Macht brechen und sie alle befreien. Genau wie in den Legenden. Du kennst die Legenden. Dann weißt du auch, dass ein Kuss einen bösen Zauber bezwingen kann. Aber er muss aus wahrer Liebe geboren sein. Ich sagte doch schon, ich liebe sie von ganzem Herzen. Bring mich zu ihr, bitte. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt Risiken. Das ist dir klar, oder? Natürlich. Ich bin kein Feigling. Diesmal laufe ich nicht davon. Nichts. Wir treffen uns beim Turm auf der Reuseninsel. Gut. Ich warte dort auf dich. Alles klar, wir machen Fortschritte. Doch ich würde sagen, diese Mission hier... Ah, Moment, hier drüben. Ein Mädchen und geflochtene Blumen. Sieht aus wie ein kleiner Schrein.
Ja, diese Mission hier, die machen wir erst in der nächsten Folge. Wie immer würde es mich freuen, wenn ihr dem Video eine Bewertung geben würdet, einen Kommentar schreibt. Bis zum nächsten Mal, es wird spannend. Und tschüss!